Hallo zusammen und herzlich willkommen in diesem Lightroom-Tutorial, in dem ich euch mal erkläre, was genau das DNG-Format ist. Und zwar, wenn es darum geht, Bilder langfristig zu archivieren, müssen wir ja schauen, wie wir die möglichst klein bekommen und trotzdem noch die ganze Kompatibilität behalten, beziehungsweise halt überlegen, was machen wir damit? Weil überlegt mal, wo stehen wir technisch in 10 Jahren? Was macht ihr mit euren Bildern, die ihr vor 10 Jahren vielleicht aufgenommen habt? Wo liegen die gerade? Und wenn die Antwort ist, weiß ich nicht, oder irgendwo im Schrank auf einer alten Festplatte von 1870, das, naja, sollte so nicht sein. Und je nachdem, wie viele Bilder man macht, kann es relativ zügig dazu kommen, dass man sie irgendwo archivieren muss. Gut, aber jetzt nicht so lange drum rumreden, es geht um das DNG-Format in Lightroom. Das DNG-Format ist ein RAW-Format von Adobe, mit dem man versuchen möchte, Bilder kompatibler zu machen, also ein sehr kompatibles RAW-Format zu erstellen. Ich möchte jetzt in dem Video euch mal zeigen, wie man das Ganze konvertiert, warum man das konvertiert und warum ich Bilder ins DNG-Format konvertiere. Normalerweise, wenn wir ein Bild uns in Lightroom anschauen, ist jetzt wie das hier beispielsweise, das ich in Schottland aufgenommen habe. Das ist ein CR2-File, eine CR2-Datei, weil sie mit Canon fotografiert wurde. Und jeder Kamerahersteller hat sein eigenes, Sony hat AEW, Nikon hat NEF beispielsweise. Und ja, Lightroom kann die alle lesen, doch die sind ja natürlich alle unterschiedlich, die Dateien. Und ein großer Punkt, der für mich eigentlich größte Punkt, der für diese DNG-Konvertierung spricht, ist Speicherplatz. Denn gehe ich beispielsweise her und konvertiere jetzt, ich mache das einfach mal mit genau diesem Bild, das hier, ich zeige das nachher nochmal im Detail, wenn ich jetzt genau das Bild hier konvertiere ins DNG-Format, dauert das ein paar Sekunden, so ist erledigt und wir haben jetzt hier einmal die RAW-Datei mit 28,7 Megabyte. Und auf der anderen Seite hier drüben haben wir die gleiche Datei, das gleiche Bild mit den gleichen Möglichkeiten mit 24,7 Megabyte. Jetzt denkt ihr, bah, das sind doch nur 4 MB, was sind denn 4 MB? Rechnet die mal 1000, weil ihr 1000 Bilder gemacht habt. Rechnet die mal 100.000, weil ihr 100.000 Bilder gemacht habt. Und das ist jetzt ja in einem Bild so gewesen. Das nächste bringt vielleicht 6 MB, das übernächste bringt vielleicht nur 3 oder sowas. Auf jeden Fall, wir können Speicher einsparen. Das ist eine geniale Möglichkeit. Und der Grund hierfür ist, dass bei den Canon-Kameras, die ich verwende, keine verlustfreie Komprimierung möglich ist. Also die können das nicht. Und das DNG-Format unterstützt es eben und deswegen lohnt es sich hier, Bilder ins DNG-Format zu konvertieren. Manche Nikon-Kameras haben das schon, dass man hier verlustfreie Komprimierung, also Komprimierung ohne Qualitätsverlust, in die eigentlichen RAW-Dateien schon einbettet. Hier ist das jetzt nicht ganz so groß der Unterschied. Ihr könnt es ja selber mal ausprobieren. Ihr müsst ja die alten RAW-Dateien nicht löschen. Einfach mal gucken, wie viel Speicherersparnis es euch bringt, die Bilder ins DNG-Format zu konvertieren. Bei mir ist das auf jeden Fall sehr viel, gerade wenn es die Masse macht in dem Moment. Deswegen konvertiere ich das auch ins DNG-Format. Gut, ein kleiner Nachteil von der ganzen Sache ist jedoch, wenn ich es mal ins DNG-Format konvertiert habe, komme ich da natürlich nicht mehr raus, weil um Speicherplatz zu sparen, muss ich selbstverständlich auch alle alten Bilder löschen, also alle CR2, ARW, NEF, RAW-Dateien, die aus der Kamera gekommen sind, muss ich löschen, damit das überhaupt irgendwas bringt. Wenn ich jetzt überlege, ich stelle vielleicht irgendwann mal meine Bildbearbeitungssoftware um, und nehme Capture One oder irgendwas anderes und will von Adobe weg. Doch ja, das wird dann wieder schwierig. Die Frage ist dann, unterstützt die zukünftige Software das DNG-Format? Das CR2-Format wahrscheinlich, weil das sehr verbreitet ist. Und doch vielleicht möchte man der Konkurrenz da eins auswischen und sagt, wir unterstützen genau dieses Format nicht, damit die Leute es nicht konvertieren, weil sie Angst haben, die Bilder nicht mehr verwenden zu können. Also überlegt euch wirklich,
wenn ihr die ganzen Bilder konvertiert, es kann irgendwann mal sein, dass eine Software kommt, die das nicht unterstützt oder nicht unterstützen möchte. Das kann euch aber auch beim CR2-Format passieren, wenn ihr die Bilder 10, 20 Jahre lang liegen lasst, dass die dann auch nicht mehr unterstützt werden. Doch ich denke mal bei DNG eher, wenn man aus der Adobe-Welt mal weggeht und das versucht, irgendwo anders zu bearbeiten, könnte es sein, dass es nicht mehr gelesen werden kann. Nur als Hinweis. Doch wenn man natürlich in der Adobe-Welt lebt und Lightroom oder Photoshop verwendet, dann ist es deutlich, deutlich besser, das ins DNG-Format zu konvertieren, weil es schneller verarbeitet werden kann. Dieses Format wurde dafür geschaffen, mit Lightroom zu arbeiten und ist deswegen viel kompatibler als jetzt eine CR2, NEF, ALW oder was auch immer für eine Datei. Ich habe das selber gemerkt, wenn ich mit einer DNG-Datei ins Entwickeln-Modul gehe, dann ist die direkt da. Sofort. Bei CR2 kann es manchmal sein, dass es ein bisschen lädt, dass man erstmal gucken muss, bis die volle Auflösung da ist. Das dauert alles ein bisschen. Beim Entwickeln-Modul klicke ich drauf mit DNG und zack, ist es da. Wenn ich irgendwelche Änderungen mache oder sowas, die brauchen gar nichts, die sind direkt da. Also es ist auf jeden Fall ein deutlicher Performance-Vorteil und deswegen verwende ich es eigentlich auch gerne. Der Grund hierfür ist, dass man die DNG-Dateien eben in kleine Parts aufteilen kann. Und gerade wenn man Mehrkernprozessoren verwendet, dann werden diese Einzelparts eben an die einzelnen Kerne vergeben und der Rechner kann mit Multicore-Processing viel schneller die Datei verarbeiten, als das beispielsweise mit einer normalen RAW-Datei machen könnte, weil es eben deutlich kompatibler ist. Auch, was ich beispielsweise mache, was ich auch jedem empfehle, falls er es noch nicht eingestellt hat. Denn wenn ihr hier in die Katalogeinstellungen geht, unter Metadaten ist das ganz rechts, dann habt ihr hier den Punkt Änderungen automatisch in XMP speichern. Weil wir haben ja bei Lightroom einen großen Katalog, wo eigentlich alles gespeichert ist und wenn der verschwindet, dann haben wir unsere ganzen Bildbearbeitungsschritte, alle Dateiänderungen, alles was wir hatten, ist weg. Außer wir haben es in eine XMP-Datei geschrieben, dann geht Lightroom nämlich her und stellt neben jede RAW-Datei nochmal so eine Datei mit Metadaten, wo eben drin steht, welche Bildbearbeitungsschritte durchgeführt wurden, was alles gemacht wurde und das können wir einfach wieder in Lightroom importieren. Bei DNG brauchen wir diese Sonderdatei nicht, weil die wird in einer Datei zusammengefasst, was es wieder bei sehr vielen Bildern deutlich einfacher macht, das zu handeln. Wir halbieren dadurch eben unsere Dateimenge, weil nicht nur die Größe ist entscheidend, sondern auch die Anzahl der Dateien, gerade wenn man was kopiert, sichert, irgendwie sowas in die Richtung. Also auch ein sehr toller Vorteil von DNG-Dateien. Jetzt ist es natürlich auch wieder, ich muss wieder einen Nachteil bringen, denn wir haben ja das Problem, die Kamera hier fotografiert ja nicht in DNG. Die fotografiert im CR2, also jetzt bei Canon, im normalen RAW-Format. Ich nenne es jetzt einfach mal RAW, weil das eigentlich für alle RAW-Dateien, abgesehen von DNG, steht. Die Hersteller haben sie halt unterschiedlich benannt. Gut, doch diese Dateien sind nicht im DNG-Format. Wir müssen die erst konvertieren. Ich habe das gerade gezeigt bei diesem einen Bild, das hat jetzt eine Sekunde gedauert. Wenn wir jetzt 2000 Bilder konvertieren, brauchen wir 2000 Sekunden. Also eine komplette Mediathek darunter zu konvertieren, kann extrem lange dauern. Ich mache das meistens so, dass wenn ich eine Hochzeit fertig und importiert habe oder sowas in die Richtung, dann lasse ich das mal über Nacht laufen und gehe erst am nächsten Tag dran oder sowas. Das ist dann gar kein Problem, das läuft dann einfach so. Doch wenn man das importiert und will das direkt machen oder wenn man eben viele, viele Bilder hat und muss sie erst jetzt konvertieren, weil ihr den Tipp jetzt gerade erst gehört habt, dann dauert das eben. Also es ist immer ein Konvertierungsprozess notwendig, um von einem RAW-File in einen DNG-File zu kommen und diese Speicherersparnis beispielsweise, beziehungsweise auch die Kompatibilität eben zu bekommen. Es muss konvertiert werden. Ist ein kleiner Nachteil, aber etwas, was in dem Moment nur Zeit kostet und was man vielleicht auch über Nacht laufen lassen könnte. Okay, gerade was die Langzeitarchivierung angeht, habe ich einen extremen Vorteil bei DNG-Dateien. Ich zeige euch das gerade mal bei einer älteren Hochzeit von mir. Die habe ich immer noch im Katalog drin, weil manchmal brauche ich sie und manchmal nicht. Und dadurch, dass sie so alt ist und schon immer wieder auf eine neue Festplatte umgezogen wurde und immer wieder da umgezogen wurde und auf ein neues Dateisystem. Ich habe ja schon viele Variationen gehabt und bin öfters mal gewechselt, weil ich mithalten musste mit der Dateimenge, die ich speichern muss. Haben wir jetzt das Problem, dass die Dateien alle fehlerhaft sind. Und hier ist so ein schönes Achtungssymbol nebendran, wenn ich da durchgehe und spätestens, wenn ich ins Entwickeln-Modul gehen möchte,
Merkt ihr schon hier, es hängt sich kurz auf, Datei ist beschädigt, wird nicht unterstützt oder sowas. Ich kann zwar Bearbeitungen durchführen, aber wenn ich es exportieren möchte, dann macht Lightroom nicht mehr mit. Also irgendwas stimmt mit dieser RAW-Datei nicht mehr. Und das kann ja schon sein, dass so ein kleines Stückchen nur fehlt und die einfach deswegen nicht mehr komplett da ist. Doch wie finde ich das raus? Wenn ich jetzt so einen gigantischen Katalog habe, wo eben sehr, sehr viele Bilder drin sind, dann kann ich hergehen. Gehen wir ins Bibliotheksmodul und kann hier oben bei DNG-Dateien zumindest mal sagen, hier DNG-Dateien überprüfen. Und wenn ich da draufklicke, hier DNG-Dateien überprüfen, zack, dann überprüft Lightroom eben alle DNG-Dateien und guckt, sind die soweit in Ordnung? Hier wird eine spezielle Prüfsumme erstellt, um eben nachvollziehen zu können, ist die Datei valide oder ist sie nicht valide. Und wenn man dann gesagt bekommt, ah, das sind so 20 von der Hochzeit oder 20 von dem Shooting kaputt, dann könnte man eben gucken, ob man irgendwo noch ein Backup hat oder nicht. Aber man wird auf jeden Fall vorgewarnt, bevor eben die Dateien ins Backup reingesichert werden, bis das nämlich mir in dem Moment passiert, die sind kaputt gegangen, wurden dann gesichert, wurden dann nochmal gesichert. Und irgendwann lässt sich das Backup halt eben nicht mehr in diese Zeit hier zurückverfolgen, wo die Dateien noch funktioniert haben. Das ist jetzt schade, aber das ist eine Hochzeit von 2012. Also ich glaube nicht, dass ich die Bilder nochmal an das Brautpaar schicken muss. Es ist eben nur schade, weil man sie vielleicht selber mal verwenden wollte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, nachdem wir jetzt so viel über das Thema DNG, ja oder nein, Pro und Contra gelernt haben, wie konvertiere ich Bilder überhaupt in das DNG-Format? Und hier gibt es mehrere Wege. Zum einen können wir beim Importieren direkt hergehen und können sagen, hier als DNG kopieren. Dann geht Lightroom her und importiert die ganz normalen RAW-Dateien von der Kamera und konvertiert die dann nach dem Importieren im Hintergrund ins DNG-Format. Ja, ist so ein sehr einfacher Weg. Hier sollte man vorher noch die Optionen setzen und ich erkläre euch jetzt gleich, welche Optionen, denn wir konvertieren uns mal alle Dateien, die wir hier haben, von der Schottlandreise ins DNG-Format. Und das geht hier oben bei Bibliothek, Foto in DNG konvertieren. Also können wir ruhig mehrere auswählen, das ist gar kein Problem. So viele, wie wir möchten, so viel Zeit, wie wir eben haben. Lightroom fragt jetzt genau, was wir wie konvertieren möchten. Der Haken Originale nach der Konvertierung löschen löscht automatisch die CR2-Dateien, sobald eine DNG-Datei erfolgreich erstellt wurde. Also sobald das Bild richtig konvertiert wurde, wird das Original gelöscht. Also man verliert hier nichts. Ich hatte das schon mal den Fall, dass ich eine defekte RAW-Datei versucht habe zu konvertieren. Dann hat er sofort den Konvertierungsvorgang abgebrochen und ich hatte die Datei, die zwar noch kaputt war, aber immerhin hatte ich sie noch. Es wurde nichts automatisch gelöscht. Gut, den packe ich an, damit wir eben den Speicherplatz sparen können, so wie wir das geplant hatten. Ansonsten die Standardeinstellungen hier kann man eigentlich lassen. Das normale DNG eben und diese Kompatibilität mit 7.1 kann man auch noch für vergangene einstellen oder sowas, aber das erhöht, soweit ich weiß, nur die Dateigröße. Ist eigentlich irrelevant, soweit ich weiß. Genau, ansonsten kann man noch eine JPEG-Vorschau mit einbauen. Das ist vergleichbar mit den normalen Vorschauen, die man auch in der RAW-Datei hat. Also die kann man in der mittleren Größe einstellen oder wenn man auf großen Monitoren arbeitet, in der vollen Auflösung oder viel zoomt oder sowas in die Richtung, in der vollen Auflösung, dann wird die Datei ein klein bisschen größer. Das macht allerdings nicht. Dann gibt es jetzt noch zwei Punkte, die ganz wichtig sind, dass man sie abgehakt hat, weil verlustreiche Komprimierung verwenden ist der Punkt, der die Datei stark runterkomprimiert. Man kann da bis zu 2/3 der Dateigröße nochmal einsparen, sorgt allerdings auch dafür, dass man einen extremen Qualitätsverlust hat. Wie groß dieser Qualitätsverlust ist, weiß ich selber nicht. Ich habe das noch nie angehakt, ich habe es noch nie gemacht, weil ich die vollen RAW-Dateien haben möchte, die volle Qualität haben möchte. Deswegen lasse ich den Haken meistens raus. Und auf gar keinen Fall hier die RAW-Originaldatei einbetten, weil das geht her, erstellt eine DNG-Datei und hängt an diese DNG-Datei dann die ursprüngliche RAW-Datei nochmal an. Das heißt, wir haben im Endeffekt eine Datei, die fast doppelt so groß ist wie vorher. Das ist wichtig. Noch wichtig ist, schnell ladende Dateien einbetten. Das ist wichtig, um eben die Performance-Steigerung zu haben, von der ich schon erzählt habe. Dann werden die Dateien eben so erstellt, dass Lightroom möglichst performant damit arbeiten kann. Genau, das war es im Endeffekt. Jetzt müssen wir nur noch auf OK klicken. Das mache ich gleich. Vorher zeige ich euch noch, wie man hier in den Voreinstellungen und der Dateiverwaltung die DNG-Einstellungen für den Import setzen kann. Und zwar, ihr kennt ja die ganzen Optionen. Das ist im Endeffekt das, wenn wir im Import-Dialog hier bei Importieren auf als DNG kopieren klicken. Diese Einstellungen werden in dem Moment dann angewandt, die wir hier in den Voreinstellungen.
unter Dateiverwaltung hier setzen können. Die Optionen bewirken exakt das gleiche wie in dem Dialog, den ich vorhin erklärt habe. Man kann hier mit der Maus auch nochmal drüber fahren, kriegt ein paar mehr Informationen angezeigt. Wenn man das denn haben möchte, einfach über den Namen drüber fahren, dann kriegt man nochmal eine Erklärung. Finde ich ganz cool. Okay, die Einstellung passt soweit. Das Einzige, worauf wir noch unbedingt achten müssen, wenn wir in dieser Vollansicht sind in der Bibliothek, wird immer nur ein Bild, und zwar das aktuell angezeigte, ins DNG konvertiert. Wir müssen hierfür wirklich die Rasteransicht nehmen, wo wir alle Bilder sehen können, damit auch alle ausgewählt sind. Ist so ein leichter Bug, aber wenn man das weiß, ist das relativ einfach. Und sagen dann Fotos in DNG konvertieren. Hier habe ich ja gesagt, Originale löschen und schnelle Dateien einladen. Ich habe die volle JPEG-Größe, weil ich öfters auf dem Retina-Display arbeite, damit ich eben die volle Auflösung habe, weil die mittlere reicht mir hier nicht. Okay, das war's. So passen die Einstellungen. Ich klicke jetzt auf OK und er fängt hier an, 75 Fotos in DNG konvertieren. Passt. Das Schöne hier ist jetzt, wir brauchen jetzt nichts weiter tun. Lightroom tauscht die Dateien automatisch in unserem Katalog aus, löscht die alten RAW-Dateien im Hintergrund und speichert den gleichen Dateipfad, die neue DNG-Datei. Und einfacher geht's nicht. Also im Endeffekt wird wirklich die RAW-Datei 1:1 durch die DNG-Datei ersetzt. Die Entwicklungseinstellungen, die wir vorher gesetzt hatten, die werden übernommen. Es ist, als hätten wir die Datei vorher im DNG schon gehabt. Vollautomatisiert, finde ich eine richtig coole Sache. So, ihr habt sehr, sehr viel über das Thema DNG in Lightroom gelernt. Ich würde euch empfehlen, die Dateien ins DNG-Format zu konvertieren, wenn ihr wirklich jemand seid, der Lightroom schon seit Jahren benutzt und Lightroom auch, die auch jahrelang benutzen möchte. Ansonsten bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem DNG-Format haltet, ob ihr es verwendet. Ansonsten abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und schaut vorbei auf fotografieren-lernen.eu für noch mehr Tutorials und Videokurse zum Thema Lightroom.